Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen kleinen Tutorial-Video von VoIP2GSM. Es geht um eine neue Funktion, die integriert wurde. Und zwar befindet sich im Menü unter PBX ein neuer Eintrag, Schalter und Aktionen. Das klicken wir gleich mal an. Und bei der Sache geht es genau darum, was der Name sagt. Ich habe also Schalter und kann damit gewisse Aktionen oder gewisse Sachen in meiner Einstellung steuern. Das heißt also, ich habe also bestimmte Aktionen, die ich auslösen kann oder Schalter halt, die ich umlegen kann, die ansonsten halt über die normalen Menüs, weil ich das kenne vom Anrufbeantworter oder vom Nachtschalter, im Prinzip durch Ein- und Ausschalten betätigen kann. Das kann ich mit einer Kurzwahl verknüpfen und die Kurzwahl kann ich dann entsprechend einsetzen und kann dann entsprechend zum Beispiel mein Telefon das auf eine Taste legen oder wie immer ich das möchte. Das Ganze ist ziemlich simpel. Es ist hier ein bisschen erklärt, was ich zur Verfügung habe. 50 Kurzwahlnummern, wie das Ganze funktioniert. Danach habe ich hier noch ein paar Einschränkungen hier unten stehen oder ein paar Sachen, die zu beachten sind. Aber am besten schaut sich das Ganze mal an. Also wie gesagt, ich habe hier die Liste aus den zur Verfügung stehenden Kurzwahlen. Ich nehme jetzt hier einfach mal die erste Nummer, die 300, und wähle dazu eine Aktion aus. Zum Beispiel die Rufweiterleitung. So, dann machen wir die Rufweiterleitung mal auf. Jetzt sagt er mir, zu meinem Anschluss die 1001, und jetzt sage ich, ich möchte eine Sofortweiterleitung haben auf die Handynummer, genau auf die 01. Nicht wundern, wer kein PBX-User ist, hat ja hier oben die grauen Einträge, der sieht entsprechend hier auch die zweite Nummer nicht. Das ist momentan nur bei mir so, weil ich halt PBX-User bin. Ansonsten, das war es im Prinzip schon, Einstellung, das Ganze speichern. Und schon habe ich in der Liste meinen ersten Eintrag unter der Kurzwahl 300, Rufweiterleitung an, aus, für die entsprechende ID 01, sofort und so weiter auf die Nummer. So, das war es im Prinzip schon. Wir machen gleich mal einen zweiten Eintrag. Dann gehen wir auf den zweiten Eintrag, sagen wieder, wir möchten eine Rufweiterleitung, wieder auf der 1001, und zwar wieder sofort. Und diesmal möchte ich auf den zweiten Mitarbeiter einen Eintrag. Und weil das so schön ist, machen wir noch einen weiteren Eintrag. Auch wieder eine Rufweiterleitung, wenn sofort, und auf unseren dritten Mitarbeiter. So. Jetzt kann ich mir also auf mein Telefon zum Beispiel drei Kurzwahltasten legen, hinterlege diese Telefonnummer und kann per einfachen Tastendruck im Prinzip die Rufweiterleitung zu dieser Rufnummer hier über die erste SIP-ID im ersten Anschluss aktivieren oder deaktivieren. Ja, das Ganze geht ziemlich simpel. Ich will das mal probieren, ob das jetzt hier bei mir parallel auch so geht, obwohl ich in einen anderen Anschluss eingeloggt bin. Aber ich wähle jetzt einfach mal hier die Nummer. Die Rufweiterleitung für den Anschluss 01 wurde aktiviert. Ja, so einfach ist das. Das war der erste. Jetzt mache ich mal die Wahlwiederholung nochmal auf diese Nummer. Die Rufweiterleitung für den Anschluss 01 wurde deaktiviert. Und so einfach funktioniert das Ganze. Ja, so setzt das also das System für mich die Rufweiterleitung. So kann ich also jetzt hier, wie gesagt, für 3, 4, 5, 10 Mitarbeiter ganz bequem meine Rufweiterleitung hinterlegen, lege die dann bei mir auf dem Telefon auf eine Taste und kann halt entsprechend dann ja, jeden Tag, jede Uhrzeit, wann auch immer ich möchte, auf jemand anders die Rufweiterleitung halt setzen. Das Ganze funktioniert also praktisch so, wenn ich eben das erste Mal dort anwähle, macht er diese Aktivierung. Dann ist das System aber clever genug, wenn ich jetzt also auf den zweiten Mitarbeiter, zum Beispiel, ich habe also die 300 gewählt, habe aktiviert, wähle die 301, dann erkennt er, es geht um eine neue Rufweiterleitung auf dieser einen SIP-ID, auf der 01, dann wird die erste, die 300, deaktiviert und die 301 aktiviert. Das ist natürlich jetzt alles schön und gut. Ich muss also praktisch theoretisch ja wissen, wen habe ich denn zuletzt aktiviert, um alles zu deaktivieren. Und dafür gibt es dann einen kleinen Trick, die Möglichkeit, ich kann also sagen, ich nehme jetzt eine neue Nummer hier oben, die 303, die ist noch frei, und mache darauf Rufweiterleitung aus. Und zwar für die gesamte SIP-ID 01. Das speichere ich. Und jetzt habe ich auf der 303 die gänzliche oder komplette Abschaltung aller Rufweiterleitungen auf der 01. Egal, ob sie an war, aus war, ob sie auf den ersten, zweiten Mitarbeiter war, mit dieser einen Taste ist die Rufweiterleitung komplett deaktiviert. Und so cleare ich also das System. So einfach ist es. So, und so kann ich jetzt weitere Aktionen anlegen. Das Ganze haben wir nochmal hier, wenn ich die Preisansage zum Beispiel vorübergehend deaktivieren, aktivieren möchte, kann ich das sehr, sehr bequem auf diese Art machen. Es gibt ja, je nachdem, wann man anwendet, wie man es anwendet, am Wochenende vielleicht möchte man das deaktiviert haben oder für andere Zwecke vorübergehend, kann ich also, wie gesagt, die Preisansage hier genauso ein- und ausschalten. Ich kann den Anrufbeantworter ein- und ausschalten und da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Das steht dann auch hier unten erklärt. Der Anrufbeantworter muss natürlich zuvor eingerichtet worden sein. Das heißt, also ich muss natürlich schon vorher die Ansagetext und die ganzen anderen Funktionen einstellen und dann kann ich aber hier sagen, okay, ich lege jetzt hier auf die 304, legen wir jetzt den Anrufbeantworter
an, aus. So, und da fragt er mich für welchen Anschluss, und da sage ich halt für die 01 wieder oder halt für einen anderen halt, und jetzt kann ich das Ganze auch wieder speichern. Und jetzt schaltet er nur für diesen Anschluss den Anrufbeantworter an oder aus. Das setzt voraus, dass der Hauptschalter des Anrufbeantworters, den es ja gibt, der gänzlich das ganze System ein- und ausschaltet, dass dieser an ist. Ansonsten nützt mir die Funktion nicht. Also man muss da ein bisschen die Kombination sich durchprobieren, überlegen. Wie gesagt, das ist der Schalter rein für den einen Anschluss der Anrufbeantworter, aber der Hauptschalter wird damit nicht überschrieben. Entschuldigung. Aber, haben wir ja schon gesehen, gerade im Menü hier, ich kann mir aber auch hier auf die nächste Nummer den Hauptschalter legen. Und da habe ich entsprechend hier den Antwort Hauptschalter, der im Prinzip für alle Anschlüsse oben drüber sitzt, oben drüber gültig ist. Ich kann das ja auch aufrufen, das sollte ja eigentlich funktionieren, wenn ich hier unter meine Anschlüsse gehe und dann hier entsprechend mal Anrufmodul aufmache, dann habe ich ja hier diesen Anschluss. Und wenn ich das jetzt noch weiter öffne, habe ich hier den großen Hauptschalter. Also den kann ich, wie gesagt, ganz genauso betätigen über diese Funktion. Das funktioniert also auch. Ja, so, und dann haben wir noch als letztes hier drin den Nachtschalter. Der Nachtschalter ist ja diese Funktion, die gibt es bei Sicherheit, dass ich im Prinzip meine ganze Telefonie Tag und über Nacht abschalten kann. Das heißt also, dass dann keine Anrufe von wer weiß wem, wer weiß wie passieren könnten oder wie auch immer. So kann ich also nachts im Prinzip das Ganze stilllegen, außer natürlich das Ein- und Ausschalten, das würde trotzdem noch funktionieren. Das haben wir extra so gemacht, aber ansonsten auch diesen Schalter kann ich hier hinlegen. Das sind momentan alle Aktionen und Schalter, die wir haben. Wir sind jetzt dabei natürlich zu gucken, was gibt es noch, was können wir noch auf diese ganzen Sachen legen. Vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Feedback über den Support von unseren Nutzern. Dann gucken wir, was wir noch realisieren können. Und diese Funktion ist aber, ich denke, sehr hilfreich. Momentan 50 verschiedene Kurzwahlen habe ich halt, wie gesagt. Wichtig ist natürlich, es sieht aus wie eine Telefonnummer. Es geht natürlich nur von einem Telefon aus zu wählen, was über unseren SIP-Server angemeldet ist. Natürlich nicht von externen Telefonen, vom Handy oder irgendwas anderem. Das versteht sich aber, glaube ich, von selber. So, ausprobieren, testen, Funktionen nutzen, wie auch immer. Viel Spaß damit, und das soll es auch heute gewesen sein. Vielen Dank.